Des Zockers Füllhorn! Ja, dann mal guten Abend, YouTube. Ich habe ja schon total oft über diese frühen Gehversuche in Sachen 3D rumgerantet und habe immer wieder betont, wie viel besser ich eigentlich schöne 2D-Sprites fand im Vergleich zu dem, was man so Ende der 90er an irgendwelchen eckigen, langweiligen, einfarbigen Klötzen abgeliefert hat. Aber es gibt da ja noch ein Zwischending. Die dritte Dimension hat man nämlich schon lange vor Polygonen entdeckt, nämlich in Form der isometrischen Perspektive. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, man nimmt eine 2D-Landschaft und dreht sie um 45 Grad. Ich demonstriere das mal. Hier haben wir ein Brettspiel. Es ist eckig, nichts Spektakuläres, man blickt von vorne drauf. Aber drehen wir das gleiche Brettspiel einfach mal um 45 Grad. Also ich finde die ISO-Perspektive eine super Sache. Warum die so gut ist? Keine Ahnung. Gucken wir uns doch einfach mal ein paar Spiele an. In Mystic Towers steuert man das magisch begabte Videospiel-Urgestein Baron Baldrick durch zahlreiche Türme voller Monster. Ziel des Spiels ist es, unter Einsatz von Magie alle Türmen von den finsteren Gestalten zu befreien. Dabei gilt es nicht nur magische Elemente zu sammeln und zum Kampfe zu nutzen, sondern auch klassische Schlüssel-, Schalter- oder Schieberätsel erfolgreich zu meistern. Auffallend positiv ist erstmal die Steuerung. Bei ISO-Spielen habe ich oft das Problem, dass sich die horizontal und vertikal angelegten Cursor-Tasten sehr schwierig auf ein diagonales Bewegungssystem anwenden kann. Das ist hier aber sehr gut gelungen. Mystic Towers ist ein gelungener Jump'n'Run-Titel in der dritten Dimension. Man kann einige Stunden an diesem Spiel lassen und auch die gute Spielzeit und die hohe Herausforderung tragen ihren Teil dazu bei. Baron Baldrick gehört noch lange nicht ins Altersheim. Dieses Spiel ist wirklich gut. Jungle Strike ist die Fortsetzung von Desert Strike, was man an Grafik und Gameplay sehr schnell erkennt. Doch während Desert Strike einzig in der Wüste des Nahen Osten spielt, beginnt Jungle Strike in Washington DC und bewegt sich von dort dann langsam in Richtung südamerikanischer Dschungel. Zunächst frage ich mich, wieso im Falle einer terroristischen Bedrohung nur ein einzelner Hubschrauberpilot angerufen wird. Ja. Terroristenalarm! Aber wieso frage ich überhaupt? Man steuert seinen Hubschrauber also durch eine isometrische Landschaft, macht allerhand Terroristen den Garaus und muss zudem einige Missionen erfüllen. Die On-Board-Karte ist dabei eine große Hilfe. Als Kind habe ich lange gebraucht, um diese Karte zu entdecken und davor bin ich nur rumgeflogen und habe Washington eigenhändig geplättet. Naja. Großer Minuspunkt ist die schwammige Steuerung. Eventuell hilft auch hier ein Joystick, wahre Wunder. Auch der Schwierigkeitsgrad könnte ab und zu etwas benutzerfreundlicher sein. Auf der anderen Seite haben wir hier ein gut designtes Spiel mit sehr gutem Leveldesign und fordernden Missionen. Empfehlenswertes Spiel, vor allem für Action-Gurus sehr gut geeignet. Head Over Heels ist ein sehr altes Spiel, ich kenne es noch für den Amiga. Anbei ist eine relativ neue Freeware-PC-Variante des Klassikers. Die beiden Hauptcharaktere Head und Heels starten getrennt in einer fremdartigen Welt. Head kann sehr hoch springen, Heels kann Gegenstände tragen. Und sobald sie aufeinandertreffen, kann sich Head auf Heels stellen und die beiden formen ein Superwesen, das alles auf einmal kann. Head Over Heels war ungewöhnlich umfangreich für die damalige Zeit. Die Animationen waren sehr flüssig und die Technik sehr ausgereift. Es hat wirklich Spaß gemacht, die Spielwelt wieder und wieder und wieder und wieder und übrigens wieder zu erforschen. Auch wenn ich ehrlich gesagt nie über 50% hinauskam. Denn hier ist ein Wermutstropfen des Spiels. Es ist sehr schwer. Nicht weil Kämpfe das Tagesgeschehen bestimmen, vor allem weil die Steuerung starke Aufmerksamkeit abverlangt und auch nicht wirklich intuitiv ist. Manchmal findet man einige Aktionen nur durch Rumprobieren raus. In den Sprungpassagen sind millimetergenaues Timing und ein ruhiger Sprungfinger gefragt, sonst ist sofort ein Leben weg. Head Over Heels ist die perfekte Beschäftigung für Leute, die gerne Videospielwelten erforschen und gerne intensiv in ein Spiel und dessen Mechanik eintauchen. Probiert's auf jeden Fall aus, aber nur nicht den Kopf verlieren. Ein noch älteres Spiel ist Q-Bart. Es stammt noch aus Apple II oder C64 Zeiten. Hier sehen wir das Spiel PC Bird für DOS von 1997. Hier wird sehr deutlich, welche Tücken die Steuerung in isometrischen Spielen bergen kann. War das Spiel zu Joystick-Zeiten noch halbwegs spielbar, muss man mit der Tastatur jeden Schritt gut überlegen und springt dann immer noch in die falsche Richtung. Auf einer pyramidenförmigen Treppe bestehend aus einzelnen Waben gilt es, gemeinen Gegnern auszuweichen und dabei alle Waben mindestens einmal betreten zu haben. Leichter gesagt als getan. Man muss fairerweise sagen, dass man nach einer kleinen Eingewöhnungsphase doch ganz gut in das Spiel reinkommt. Selbst dann ist es noch schwer, aber mit der richtigen Strategie durchaus zu schaffen.
Leider hält sich der Dauerspaß in Grenzen und bis ich mit dem Spiel warm geworden bin, habe ich schon keine Lust mehr darauf. Das Spiel ist somit unter einer der Prototypen in Sachen ISO-Perspektivenspiele, deshalb sollte es in so einem Füllhorn nicht fehlen. Aber ansonsten eher blasser Titel. Zum Schluss noch was eher Unbekanntes. Gabble 2 aus dem Haus Actual Entertainment. Das Spiel dürfte eigentlich eher so eine Art Insider-Tipp sein. Kennt's jemand von euch? Wenn ja, einfach am besten einen Kommentar hinterlassen. Es ist ein sehr schöner Mix aus Geschicklichkeits-, Puzzle- und Actionspiel. In vielen verschiedenen Levels gilt es, mit Hilfe von Schraubenziehern, Nagelziehern und Presslufthämmern alle Schrauben, Nägel und sonstiges aus dem Boden zu beseitigen, um dadurch die Welt zu retten. Okay. Gut, damit hätte ich meine Steuererklärung geschafft. Damit hätte ich ein Heilmittel gegen Herpes gefunden. Wo ist der nächste? Jetzt, damit hätte ich die belgische Militärjunta abgesetzt. So, und du noch. Und jetzt haben wir den Weltfrieden. Oh, cool, was ist das für eine Schraube? Auf dem Weg dorthin gibt es allerhand zu entdecken. Versteckte Bonuslevels, Geschütztürme, stachelige Gegner, Power-Ups, telekinetisch gesteuerte Kristallbälle. Die Vielfalt reißt nicht ab und so sorgt das Spiel für eine lange, abwechslungsreiche und motivierende Spieldauer. Größere Kritikpunkte kann ich an dem Spiel nicht finden. Das Design in Bild und Ton gefällt, das Spielprinzip macht Laune und das Leveldesign ist kreativ und innovativ. Gut, handwerklich ist es vielleicht nicht perfekt und es wirkt tatsächlich teilweise so, als wäre es aus unprofessioneller Hand, aber das stört mich gar nicht so. Es ist ein schöner Titel, der mich durch und durch überzeugt und bei dem es sich immer wieder lohnt, ihn neu zu installieren und wieder auszuprobieren. An die puzzelnden Geschicklichkeitsfreunde unter euch, probiert's aus! Mensch, das war auch mal wieder erfreulich kurz gehalten. Deshalb packe ich's jetzt. Ich sag, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, einen wundervollen Tag und ein schönes Wochenende. Oder was auch immer ihr noch vorhabt. Auf jeden Fall viel Spaß und gutes Gelingen dabei. Tschüss. Ja. Atombombe! Probiert's mit dem Kreuzschlitz. Oh, danke, gute Idee. Ja, tschö.